Lusche, raus hier. Der Meteorologie-Club hat ein paar wichtige Dinge zu entscheiden. Ihr solltet euch vielleicht für ein stärkeres Deo entscheiden. Jungs, das ist meine Schwester Lauren. Sie wird euch in circa 10 Jahren irgendwo Hotdog servieren. Los, hau ab. Das mache ich sicher nicht. Ich war zuerst hier. Aber wir haben ein Meteorologie-Club-Meeting. Wir haben einen Budgetüberschuss von 4.000 Dollar und wollen überlegen, was wir damit machen. Ihr Hirnis habt 4 Riesen? Ganz richtig, Baby. 4 R's. Ich bin sicher, die stehen nicht für die Namen eurer Freundinnen. Schokolade kriege ich auch, was? Tina, weil ich dich lieb habe, warne ich dich. Du bist dabei, diese Hand zu verlieren. Also bitte halt dich fern. Bitte. Das hier sind Mamis teure Pralinen, verstehst du? Die kriege ich einmal im Jahr von Daddy. Sie sind was ganz Besonderes und nur für Mami. Die würden dir sowieso nicht schmecken. Doch, das würden sie wohl. Dad hat letzten Monat im Auto Popcorn fallen lassen. Ich bin schon draußen. Hallo, Tina. Und wer geht heute Abend zu Oprah? Absoluter Wahnsinn, dass wir sie heute mal live sehen. Ich trage das Make-up, das sie empfohlen hat. Natürlich die Farben, die sie empfohlen hat. Und den BH, den sie empfohlen hat. Ich bin dank Oprah mein eigener Frauentyp. Dann erlebst du also endlich das große O. Ist bei dir schon eine Weile her, Linda. Hm? Nicht wie bei Judy, die ständig das große O, das war's, erlebt. Ich verstehe diese ganze Oprah-Manie nicht. All die Frauen, die den Tag ohne sie nicht durchstehen. Was für eine traurige Abhängigkeit ist das? Wieso trinkst du gleich 2 Bier? Es ist 9 Uhr morgens. Ich verbringe den freien Tag mit meiner Mom. Leider haben wir nur 2 Flaschen. Hallo, ihr Lieben, ich bin's. Mom, schön, dich zu sehen. Los, lass uns fahren. Im Einkaufscenter sind Mieterwaren im Angebot und wir müssen noch vor den Drag Queens da sein. Oh, ich bin fast weggetreten. Ich meine, fertig. Hallo, Louise. Da ist ja meine wunderschöne Schwiegertochter. Ich liebe dich. Und ich liebe diese Handtasche. Wirklich? Die war sehr günstig im Fabrikverkauf. Wieso kommst du nicht mit zum Shoppen? Vielleicht findest du auch so eine. Tja, das wäre schön, aber Linda und ich haben schon was vor. Wir gehen zu Oprah. Oprah? Oprah Winfrey? Du hast es erraten. Liebe Güte, Judy, ich verehre Oprah. Ich würde dafür sterben, in ihrer Show zu sein. Ich würde dafür sterben! Wieso nehmt ihr sie denn nicht mit? Das hört sich toll an. Tja, Schatz, wir haben nur 2 Karten. Wirklich schade, Louise. Dann hast du also nur 2 gekauft? Die haben wir schon vor über 5 Jahren bestellt. Da hast du noch gar nicht hier bei uns in Chicago gewohnt. Und wenn ich eine 3. Karte hätte, wär's deine. Das sagst du ja nur so, als würdest du gern den ganzen Tag mit deiner nervenden Schwiegermutter verbringen. Aber das ist doch völlig lächerlich, Louise. Wie kommst du denn auf sowas? Wenn es irgendwie ginge, würde ich dich auf jeden Fall mitnehmen. So ein Mist! Ich fass es nicht, ich muss arbeiten. Das war's mit Oprah. Dann wird wohl jemand anders auf meinem Platz sitzen. Viel Vergnügen, ihr zwei. Das habe ich nicht verdient. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, cause you make me happy. Das ist so aufregend. Ich danke dir, dass ich mit durfte. Hattest du kein Interesse an den besseren Plätzen davon? Louise, hier gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir beide sitzen hinten, weil wir unterwegs 4-mal angehalten haben, da du ständig aufs Klo musstest. Das war wegen der Medikamente, entschuldige. Nächstes Mal halte ich durch und riskiere eine Infektion. Gut, mehr verlange ich ja nicht. Es ist eiskalt hier drin. Wer ist Oprahs Gast? Etwa ein halbes Schwein? Hättest du bloß deine Jacke nicht vergessen. Wenn ich gewusst hätte, dass die mir den Mantel wegnehmen, als wäre ich ein Terrorist. Hol mir doch meine Jacke aus dem Wagen, Judy, bitte sei so nett. Nein, nicht jetzt. Wir sind gerade erst angekommen und der Wagen steht fast 10 Minuten entfernt. Na schön, aber wenn wir diese arktischen Temperaturen überstehen wollen, dann müssen wir uns gegenseitig wärmen. Ich hole deine Jacke.
Entschuldigen Sie, Miss. Ich muss da noch rein. Oh, das tut mir leid. Ich kann Sie da nicht reinlassen, bevor das rote Licht ausgeht. Oh, und wann geht es ungefähr aus? Sobald die Show vorbei ist. Was? Nein! Nein, Sie müssen mich da bitte sofort reinlassen. Ich habe fast 6 Jahre darauf gewartet. Oprah schuldet mir etwas. Ihretwegen habe ich sogar Bücher gelesen. Dicke Bücher, ohne Bilder. Und wenn ich etwas hasse, dann ist es Lesen. Ich soll hier nur aufpassen, dass da bei Rotlicht keiner reingeht. Hören Sie, damit Sie heute nicht die Einzige sind, die mit völlig leeren Händen nach Hause geht, würde ich Ihnen sehr gerne diesen Gratisbecher überreichen. Dankeschön. Das ist wirklich nett von Ihnen. Wie meinen Sie das, damit Sie nicht die Einzige sind, die mit leeren Händen nach Hause geht? Oprah hat gerade jedem Studiogast ein nagelneues Auto geschenkt. Das ist völlig verrückt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das Auto dir gehört. Nun ja, Judy. Oprah hat es mir geschenkt. Oprah hat es nicht dir geschenkt. Sie gab jedem der Gäste im Studio eins, wo ich nicht war. Dank dir und deiner dämlichen Jacke, dieser Wagen da gehört mir. Judy, bitte sei vernünftig. Wenn Oprah mich nun besucht und sieht das Auto nicht in meiner Einfahrt, was soll ich ihr dann sagen? Oprah wird dich ganz sicher nicht besuchen, Louise. Vor einer Woche hättest du auch nicht gedacht, dass sie mir ein Auto schenken würde. Aber sie hat es getan. Das ist ein Argument, Judy. Was ich jedoch unhaltbar finde. Mom! Kindchen, das ist mein Wagen. Oprah hat bestimmt, dass ich ihn haben soll. Obwohl Johnny mir letzte Woche auch einen gekauft hat und ich gar nicht weiß, wo ich ihn parken soll. Was sagst du? Das ist das zweite Auto in diesem Monat? Ja. Denn wer gibt, Judy, dem wird gegeben. Hör mit dem Schlüssel! Halt, halt, hört auf, hört auf, ihr zwei! Dafür gibt's bestimmt eine Lösung. Also, Fakt ist, hier stehen ein Auto und zwei Menschen, die es haben wollen. Der einzige Weg, das zu klären, ist ein Backwettkampf. Ladies, an die Öfen, ihr habt eine Stunde Zeit. Hör zu, Louise. Ich weiß, dass du tief im Herzen sicher ein durchaus guter Mensch bist. Vielleicht habe ich überreagiert, aber ich bitte dich jetzt in dein Herz zu sehen und ganz genau hinzuhören, was es dir sagt, dass du tun sollst. Es rät mir, ihn zu behalten. Ja, mit dem Schluss! Oh. Gib mir den Kopf, das ist mein, Kopf! Wow, hey, hey, hey! Bevor du völlig die Kontrolle verlierst, atme tief durch und überlege dir sehr gut, was jetzt zu tun ist. Gut, Bill, du hast ja so recht. Ich werde Louise ins Jenseits befördern. Und dann fahre ich mit diesem wunderschönen Auto zu ihrer Beerdigung. Und danach wanderst du ins Gefängnis. Solange du dort sitzt, weiß ich nicht, wo hier alles steht, also vergiss es. Du musst die Sache regeln, das ist lächerlich. Wieso will sie diesen Wagen? Wozu braucht sie 2 nagelneue Autos, während mein schrottreifer Minivan fast auseinanderfällt? Konntest du sie beruhigen? Du weißt, was du zu tun hast. Ich lasse euch allein. Oh, deine Frau hat sich nicht im Griff, wenn sie wütend ist. Vielleicht hätte sie lieber Karten für Dr. Phil kaufen sollen. Weißt du, Mom, sie hat irgendwie recht. Es waren ihre Eintrittskarten und sie war so nett, dir eine abzugeben. Naja. Ja, das stimmt. Und du hast ein besseres Leben als sie. Ich meine, du hast deinen Johnny und die Hunde. Alles, was sie hat, bin ich und die Kinder. Und bitte vergiss auch nicht, dass du Judy wirklich liebst. Du hast recht, das tue ich. Gut, ich gebe ja zu, dass sie ein gewisses Anrecht auf den Wagen hat. Aber natürlich. Und ich denke, ganz tief in meinem Herzen will ich ihn ihr geben. Aber natürlich. Unter einer Voraussetzung. Aber natürlich. Ich will aus Judys Mund hören, dass auch sie mich liebt. Das ist alles? Das ist alles.
Sie soll dir nur sagen, dass sie dich liebt und du gibst ihr das Auto? Nur einmal will ich es von ihr hören. Als ich dir das neulich im Krankenhaus gesagt habe, habe ich nichts gekriegt. Ich wurde wieder gesund. Das war mein Geschenk für dich. Ach ja, richtig. Vielen Dank auch. Bin gleich wieder da. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Das Auto gehört mir. Ja, und zwar, wenn du ihr sagst, dass du sie liebst. Wenn sie das aus deinem Mund hört, kriegst du die Kiste. Was? Das ist doch nun wirklich armselig. Mich zu zwingen, ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Komm schon, Judy, das sind nur Worte. Du kannst sagen, ich liebe dich, ohne es zu meinen. Das tue ich doch auch immer. Okay. Nicht mit dir, natürlich mit den Kindern. Nur ich liebe dich sonst nichts? Hm? Na gut, das quäle ich mir gerade noch raus. Ich empfinde ehrlich gesagt schon Liebe für Louise, jedenfalls manchmal. Jetzt vielleicht gerade nicht, aber im Allgemeinen schon. Wie du ja sagtest, ich kann es vortäuschen, hol sie rein. Gut. Mom? Ja? Deine Schwiegertochter möchte dir etwas sagen. Hm? Wirklich? Ja, Louise. Du möchtest was hören, etwas Aufrichtiges. Ach, Judy. Ich bin so glücklich und es bedeutet mir viel. Ja, Louise, ich... Indem du diese Worte sagst, gibst du endlich zu, dass du es nie zu schätzen gewusst hast, was ich für euch getan habe. Okay, was auch immer. Es ist ja nicht nur so, dass du undankbar warst. Vielmehr kannst du auch ziemlich kühl sein. Aber ich habe gelernt, das zu akzeptieren. Du kannst nicht so aus dir rausgehen. Na schön, Louise, nun lass mich doch einfach mal sagen... Ich bin so froh, dass du nun endlich bereit bist, zuzugeben, wie furchtbar du die ganzen letzten Jahre zu mir warst, Judy. Wie gemein, wie eigennützig und herablassend. Oh, und dieses Aufbrausen. Hältst du endlich die Klappe? Das ist nun wirklich keine gute Einleitung zu Ich liebe dich. Aber eine gute Einleitung zu Ich hasse dich. Jawohl, ich hasse dich, ich hasse dich! Das ist doch das absolute Gegenteil von Ich liebe dich. Genau so ist es. Fahr zur Hölle, du verrückte alte Ziege. Fahr endlich zur Hölle! Judy fällt es sehr schwer, ihre Emotionen in Worte zu fassen. Dann hätten wir jetzt also zwei Möglichkeiten, wofür wir die 4.000 Dollar aus unserer Kasse ausgeben könnten. Entweder für ein Barometer am Uhrenturm oder einen Hightech-Wetterballon. Will denn echt keiner von euch eine coole Lederjacke, auf der Meteorologie-Club steht? Ich habe da schon ein paar entsprechende Logos entworfen. Hallo Männer, entschuldigt die Verspätung. Wieso? Welche Verspätung denn? Wegen des Meetings. Wir würden alle sehr gerne in euren Club eintreten. Moment, seit wann interessiert ihr euch für Meteorologie? Ich liebe Meteore und will was über Urologie erfahren. Bei Meteorologie geht's nicht um Meteore, sondern ums Wetter. Netter Versuch. Ihr seid ja anscheinend richtige Experten. Wie wär's, wenn ihr uns ein bisschen aufklärt? Wir waren gerade dabei zu überlegen, was wir von unserem Geld kaufen. Entweder ein Barometer oder ein Wetterballon. Wie wär's mit einem Skiausflug? Ja, super. Hört sich gut an. Oh, jede Menge Zustimmung für Skilaufen. War klar, dass ihr was im Schilde führt. Aber wir werden unser Geld nicht dafür verschwenden. Ein Teil des Geldes wäre auch für unsere Badeanzüge. Im Hotel gibt's einen tollen Whirlpool. Ja! Entschuldige, Brian. So leid es mir tut, aber als Präsident kann ich einen Missbrauch unseres Clubfonds nicht zulassen. Ich stelle einen Misstrauensantrag gegen den Präsidenten. Wer ist dafür? Ich! Das könnt ihr nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Ich bin für die Änderung der Regeln. Wer ist dafür? Ich! Ich trete nicht zurück. Wer ist dafür, dass Brian zurücktritt? Ich! Und ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Badeanzüge erfahren. Du willst also nicht noch einen zweiten Versuch starten? Nur ein kleines Ich liebe dich. Nein, es geht ja um was ganz anderes. Sie will mir bloß die ganze Schuld in die Schuhe schieben, dass das Verhältnis zwischen ihr und mir 19 Jahre lang so schlecht war. Sie will einfach nur ein Stück meiner Seele in einem Glas auf ihren Kamin stellen. Das stellt sie gleich neben meins. Tief im Innern weißt du, dass du sie gern hast. Ich hätte auch gern, wenn sie irgendwann von einem Bären zerrissen würde. Das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee. Ein Wort genügt und ich reserviere den Campingplatz. Nein, ich weiß ja, dass du es gern hättest, wenn sie von Bären zerrissen werden würde, aber sprich doch einfach die Worte Ich liebe dich laut aus. Dann denkt sie, dass du sie wirklich liebst, aber im Herzen weißt du, dass ihr es gerade von einem Grizzly gefressen wird. Ja, das ist ein netter Gedanke. Aber nein, nein, ich werde mich nicht mit so einem hinterhältigen Trick auf ihre Ebene stellen. Ich verzichte auf dieses dämliche Auto. Jetzt nicht wahr. Sie darf nicht gewinnen. Nein, sie darf nicht gewinnen. Ach, hallo, mein lieber Billy Willy.
Jodie. Tag, Louise. Ich habe zufällig gehört, dass du mir etwas sagen möchtest. Hoffentlich nicht wieder sowas wie, fahr zur Hölle, du verrückte alte Ziege, fahr zur Hölle. Nein, wofür ich mich auch entschuldigen möchte, aber der Grund, weswegen ich dich hergebeten habe, ist der, dass ich dir heute etwas sagen möchte, was ich dir neulich schon hätte sagen sollen. Louise, ich liebe dich. Und zwar, wenn ich von Bären zerrissen bin. Woher weißt du das denn? Wie man von den Lippen abliest, habe ich in einem Kurs gelernt. Dem weiß ich auch, was die Leute im Nagelstudio so über mich tuscheln. Das ist genau die Art von Trick, mit der du mich beschummeln willst. Für mich steht jetzt fest, dass du den Wagen, den ich gewonnen habe, nie kriegen wirst. Luis, das allerletzte, was ich will, ist, dass du das alles nur für einen miesen Trick... Jetzt her mit dem Schlüssel! Ah! Judy! Ich rühre mich nicht vom Fleck, Louise. Ich auch nicht, meine Gute. Du musst doch hoffentlich nicht pinkeln wie neulich dauernd. Na und wenn schon, dann hast du auch was davon. Auf der 15-minütigen Fahrt zu Oprah neulich musstest du dauernd aufs Klo. Viermal. Seit 6 Stunden sitzen wir nun hier drin und deiner Blase gefällt es. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die ich nur empfehlen kann. Beckenbodengymnastik. Gibt es gegen Kotzen auch so eine Übung? Das ist doch Wahnsinn. Ich will, dass ihr zwei mit eurem Egoismus aufhört und sofort aussteigt. Ich habe nämlich Hunger. Mach dir eine Dose auf. Hier sind ein paar Bonbons. Das hat vielleicht geholfen, als ich noch klein war, aber oh, mit Nougat, die hatte ich nicht mehr, seit ich klein war. Judy, es bricht mir das Herz. All das wäre überhaupt nicht nötig. Wenn du nur ein kleines bisschen netter zu einer Frau gewesen wärst, die nicht mehr lange zu leben hat. Okay, es reicht, Louise. Schluss mit dem Märtyrergetue. Das ist kein Getue. Es kränkt mich, dass du lieber mit mir in diesem Auto verrottest, als zu sagen, dass du mich magst. Nein, du wolltest nicht nur, dass ich dir das sage. Du hast von mir verlangt, dass ich zu Kreuze krieche. Soll das ein Beweis für Liebe sein? Gut, vielleicht war ich ein bisschen kleinlich, aber ich sag dir so oft, wie gern ich dich hab. Und du antwortest nur mit Danke sehr oder Hallo und neulich erst mit Ich hasse dich. Also kannst du mir nicht vorwerfen, dass ich diese Worte von dir hören wollte. Aber wenn du diese Worte aus Leuten herauspressen musst, dann bedeuten sie nichts. Ist es das, was du willst, Louise? Leute erpressen, bis sie endlich das sagen, was du von ihnen hören willst, nur damit du Ruhe gibst? Du hast recht. Nimm es. Es gehört dir. Louise, es ist nicht so, dass ich dich nicht mag. Aber ich drücke es eben auf eine andere Weise aus, ohne dass ich die Worte, die du hören willst, ausspreche. Sag mir wie. Du lebst doch noch, oder? Judy, am Morgen vor der Show mit Oprah war ich so happy, als du sagtest, dass du mich einladen würdest, wenn du noch eine weitere Karte hättest. Und als Linda ihre Karte abgeben musste, sah ich den Ausdruck in deinem Gesicht. Du konntest nicht mehr Nein sagen. Das tat sehr weh. Entschuldige, das tut mir wirklich leid, Louise. Aber manchmal kannst du mich dermaßen auf die Palme bringen. Oft bist du so kontrollierend, so wehleidig, so manipulativ. Das soll eine Entschuldigung sein? Was kommt als nächstes? Haust du mir eine runter? Aber trotz all dieser Dinge gehörst du zu meiner Familie. Du bist die Mutter meines geliebten Mannes. Und ich liebe dich. Ach, Judy. Das ist so schön. Und ich bin dir wirklich sehr dankbar. Und nun habe ich noch etwas sehr Schönes für dich. Ich mache etwas, das ich noch nie mit jemandem getan habe, nicht mal mit den Kindern. Das sind meine ganz besonderen Pralinen. Die teile ich mit keinem, die... Aber da ist hier gar keine. Meine ganzen Pralinen sind weg.
Ich habe neulich die eine oder andere genascht. Die eine oder andere? Eine einzige angeknabberte finde ich noch hier drin. Naja, krokant habe ich doch noch nie gemocht. Ich. Du liebst mich und du kannst es nicht zurücknehmen.